go, sir. So, ich steige ein. Pass auf, Achtung, 3, 2, 1, sein Leben war... Willkommen, liebe Leute, willkommen zu einer weiteren Runde Gates of Hell. Oh, die Stadt ist aber jetzt, boah, die ist ja richtig ruckelig. Obwohl, es geht, jetzt hat sich's eingependelt. Willkommen zu Gates of Hell. Wir spielen die Amerikaner, Liberation DC, und wir greifen, wie heißt es an? Bubigen? Bubigen an. Und haben ein neues Geschütz, das 105 mm. Am Ende der letzten Folge haben wir gesagt, dass wir das holen. Und jetzt habe ich erst meine Sachen reingerufen, das war natürlich super. Stabil. Ja, stimmt. Heat ist drin, geil. Sehr geil, okay. Dann, los geht's. Hast du eigentlich eine Ahnung, wofür diese weiß-roten Holzstäbe dabei sind, die immer an der Artillerie kleben? Das ist bei voll vielen so und ich habe keine Ahnung, wofür die sind. Das habe ich schon mal gefragt. Ich glaube, ich habe die Frage beantwortet bekommen, ich habe es vergessen. Ich glaube, das ist auch irgendwas zum Zielen. So eine Art Distanzmesshilfe vielleicht, die du vor dir irgendwo vorne aufstellst oder so. Ja, das könnte sein. Da auch, ja, keine Ahnung. Oder so ein... Achtung, geh nicht vor die Kanone, sonst wirst du weggesprengt. Ja, Achtung. Die schieben schon 7,5 cm Geschütze an die Front. Unfassbar. Oh, warte, ich muss dir noch dein Geschütz geben. Ich mache jetzt mal hier einen Ticken lauter. Das Spiel muss noch ein bisschen mehr krachen, oder? Ich glaube, es muss ein bisschen mehr krachen. Ah. Noch eine Stufe mehr. Ist Flammenwerfer dabei? Nee. Doch, müsste. Nicht? Doch, hier. Weiß ich nicht. Doch, ich hab. Gib mir den Flammenwerfer. Hier, bitteschön. Ich muss zündeln. Geh zündeln. Zeig den Fifero los. Ja. Okay, da steht auch schon wieder so ein Panzer 1. Bad Becker. Okay. Ja gut, dann greifen wir einfach frontal an. Ich meine... Voll rein da. Lang schnacken, direkt rein. Ein vernichtet sich nicht von alleine. Hast du deine... Ne, Pioniere haben wir auch nicht mehr. Oh, scheiße. Oh nein. Die brauchen wir im Angriff aber nicht. Ja, Lampe leuchtet. Muss ich mal hier. Leuchtet, Aufnahme geht. Lampe leuchtet, ja, ja. Wunderschön. Ach, das beste Infanteriegeschütz kommt da angerollt. Wie da denn stehen, dass das so ein großer Fall ist? Das ist immer noch das kleine Schild, das ich mir vorfühle. Gebe ich irgendwo einen Soldat? Das sehe ich nicht da. Oh shit! Blöden Bäume sind in meinem Weg, kann ich sehen? Ja, da kommt ein Schwert nicht durch. Das kann man nicht erwarten. Sehr abgeprallt ist. Ich mach das hier. Ein 4,7 cm Pack. Sir. Kommt Gegner aus der Flanke. Das soll man doch mal wissen, ne? Ja, erstmal hier hin. Werden wir. Werden wir den Steward für solche Sachen. Boah, aber ordentlich, Mann, boah, meine Ohren, ey. Boah. Die Ladezeit, Die Ladezeit, oh oh. Du musst mir jetzt Deckung geben hier, ich muss schießen. Ja. Doch nicht vor das Geschütz, Heinrich. Was tust du denn? Keine Kapriolen! Rüdiger! Jawoll! Jawoll, ja. Ich versuch's jetzt mal mit Heat, aber...
Mit, ja. Bringen sie Heat. Aber da brauchen wir erstmal ein bisschen Skill, bevor das Geschütz mal richtig trifft. War bei dem anderen aber ja auch so. Oh, die Steinzäune sind aber echt stabil. Oh, Heat ist viel genauer. Das habe ich auch gerade gesehen. Meine Güte, das war ja ein richtiger Snipe. Geschneipt. Hier so positionieren. Bisschen. Sehr erfolgreich wie erhofft. So, dann kann ich mich da vorne mal ein bisschen aufstellen. Schöner Treffer. Sehr schön. Das ist auch viel mehr Reichweite, oder? Ja, ja, ich gehe jetzt auch mal hier nach vorne an die Mauer. Pack schon tot? Pack? Wo ist denn der Pack? So. Hä? Da ist gar nichts. Okay. Ach, da. Seh sie. Oh, hoffentlich treffe ich jetzt nicht den Baum da. Bam! Oh, da kommt ein Fahrzeug links von uns. Ich brauche die Pack weg, jetzt kann ich den Steward vorholen für die ganzen kleinen Fahrzeuge, die hier so rumlungern. Ja. Mal bitte nach vorne. Ja, damit können wir arbeiten. Ja, Sniper hat mich mit dem Geschütz gelehrt. Ausradieren! So, dann machen wir mal Sperrfeuer. Ah, da war der Sniper mit Phosphor. Nimm das. Oh, wunderschön. Das STKFZ 10. Immer das Schlimmste an alten Panzern finde ich, dass die so eine extrem langsame Turmdrehung haben. Mühselig. Ja, ein bisschen weiter vorne. Ich muss mich aufpassen, dass ich die Bäume nicht da rechts von dir treffe, damit ich dann. Ich weiß, was ich dann aus Versehen auslösche. Oh, lebt da noch irgendwo irgendwas? Ja, da. Und Abfahrt. Guck mal ein bisschen in die Stadt vor. Jawohl, ich hab meinen Spaß. Ich merk das. Es ist richtig geil. Jemand eine Runde Skat gefällig? Wie geiler Ton das machen kann. Das ist krass, ne? Das ist so unfassbar wichtig. Das Leveldesign und guter Ton sind mit Abstand die wichtigsten Dinge. Vor Grafik und allem anderen. Ja, mach ich noch ein paar Bäume weg. Mal gegen das Haus hier schießen? Ich glaube, das sieht man von da nicht, ne? Ne, egal. Ich brauche einen Sanitäter! Ich brauche einen Sanitäter! Komm, der nächste Schuss noch, komm. Aber auch. Selbst wenn das Geschoss fliegt, Mann. Tontechnisch haben sie sich selbst übertroffen. Ich
Gut, dass er freiwillig aus seinem Loch rausgekommen ist. So. Dann das Kübelrider. Das müssen wir nicht beschießen. Bam! Und ist es ganz weg. Haben wir sonst noch irgendwas, was dringend weg muss? Du hast das Geschütz der Stadt mal? Oder machst du das jetzt weg? Oh, oh. Schnell, geht wieder in Deckung! Ja. Das ist ein MG42? Mhm. Ja. Aber nur ein Soldat. Nur. Sei Dank. Da kommt irgendwas hinter dir. Noch ein Kübelrider. Nee, Panzer 2F. Da. Okay, okay, das war eine Flak, die baller ich jetzt auch noch weg. In der Stadt, du musst aufpassen, die zielt doch irgendwie auf irgendwas von dir. Da. Meine Packkarten erwischt, sehr gut. Ups. Da kommt was uns näher. Ich weiß nicht, ob ich das schnell genug bekomme oder ob du schon mal beweit weißt. Beweit weißt. Beweit weißt. Weiß beweit. Ach, wunderschön. Überall fliegt irgendwas durch die Gegend. Da ausradieren. Oh. Ready to fire. Nichts zu beigetragen. So, jetzt wollen wir, nehmen wir mal den Platz hier, weil das sind 2 Zentimeter Flachs. Jetzt fehlt noch irgendwie, ja, eine Bazooka-Einheit tatsächlich. Ah, das sowieso, also... Wenn das nicht alles so viel Forschung kosten würde jetzt. Amerikanischen Bazooka-Einheiten, wir erinnern uns an Timothy? Timothy! Oder Jonathan, ich weiß es nicht mehr. Einer von Timothy! Heilige. Schade, das. Ich glaube, ich muss meine umstellen. Ja, kriegt das hin? Na jawohl! Bam! Gut. Ah! Thompson gewinnt gegen MG42. Bam, jawoll. Ich höre ja nur ich hör ja den Schuss durch die Luft fliegen. Ja, das klingt richtig episch. Eine Güte, ey. Warte, ich geh mal in die Mitte, mal gucken, wie es dann hört von hier. Ich will kein anderes Geschütz mehr. Also, ist das geil, Alter. Oh. Warum schießt du denn nicht? Er nimmt die Granate raus, Vogel. Ja nur, weil mein Soldat wieder an der Inkompetenz gescheitert ist. Medic here, who needs help? Medic here. Who needs morphine? Das sind 2 Kübelwagen, weil den muss ich jetzt wegbumsen. Bam! Junge! Weggebombt! Nein, nicht die Position verwechseln! Nein, nicht wechseln, verwechseln! Jawohl! Ich hab's gesehen mit der Artilleriekamera! Geil! Okay. Ist noch eine 2 cm jetzt gerade aufgestellt worden in der Stadt. Warte, ich seh's jetzt. Da ungefähr. Ich sehe sie. Versuch sie zu erwischen mit dem Stuart, aber. So eine perfide Wand dazwischen.
Stuart kommt da nicht durch diese Wand durch. Hat's erledigt. Boah, danke. Das war noch eine, die stehen überall noch leere rum. Kann die gut vorrücken. Ich, sobald da irgendwo ein Hardziel ist, was steht, ist es weg. Das andere wird auch besetzt, Achtung. Das wird repariert. Hat's erledigt. Und ich habe einen Citroën Traction Avant zerstört. Citroën, explodiere Automobil. Das schießt aber auch echt. Na gut, wir sind ziemlich nah dran. Also das ist ja nicht. Ja, aber trotzdem. Wie weit können wir denn schießen? Mountain Sniper, schnell! Flammenwerfer! Ja! Himmel! Jetzt müssen wir mal hier gucken, wo sind die hier? Die eine Flax wieder besetzt. Oder wird repariert? Ne, wird besetzt, ist besetzt. Close Air Support, Close Artillery Support. Zähne über die Leute durch die Gegend fliegen im Panzer. Ja, ich bin gerade bei deinem Panzer und gib dir halt Support. Das ist gerade ziemlich geil, muss ich sagen. Wieder was? Das kannst du mal wegmachen. Sekunde, ja. 2 cm ist aber Pillepalle. Sunny, ich brauch Hilfe! Sunny, ich brauch Hilfe! Mein Bein! Mein Bein! Alter! Oh, 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 Achtung! Wir haben Fahrzeuge. Okay, oh, da kommt Panzer 3F und. Okay. Ich dachte, das wäre irgendwie Sollen die Sie die Stadt bauen? Ich hab nicht die Überhand. Ja. Die Stadt ist aber jetzt. Der Stuart kann da das locker alles freiräumen. Ich merke aber, die kriegen bessere Einheiten zur Verfügung. Die haben jetzt Gebirgsjäger und sowas. Ja gut, das haben sie bei den Verteidigungssachen immer. Nee, vorhin hatten sie es noch nicht. Da ist schon wieder ein Sniper. Wo ist der Flammenwerfer? Ausmachen wir jetzt weg da. Über diese Sniper. Ready. Nehmen wir mal ein bisschen rum hier, weg mit dem Haus. Ups, Strommast getroffen. Oder beim Telefonmast. Also ich lade schon mal die Heat. Kann snipen, aber kannst du auf Feuer entkommen? Okay, meine Heat gehen nur 170 weit. Nimmst du den westlichen? Ich nehme dann den östlichen. Wenn, falls er näher kommt. Ah, Moment, ich muss mich mal kurz gegen diese ganzen Fußsoldaten hier so rumlungern durchsetzen. Der jetzt hier hin? Das ist eine Panzerbüchse. Ready to go, sir. Ja, stimmt, ich sehe sie. Ja, so was Dummes. Die blöde Panzerbüchse wieder. Ach, nieder, schon wieder ein Scharfschütze. Ich mach die Büchse weg. Nein, Jonathan! Ich hab die Büchse. Jonathan hat sich geopfert. Man hat nur einen, der Panzerabwehr hat, oder was bei denen, ne? Oh, oh. Nein! Die Flak, das gibt's nicht. Da ist noch eine Flak. Kann ich schießen, weil die Crew konstant betäubt ist. Oh, okay. Oh Gott, Jonathan! Das gibt's nicht. Jetzt fährt der Panzer einfach durch. Der fährt, überfährt mich. Weg da, Jungs! Boah.
Achso, du hast einen Sprengsatz in deinem Panzer. Da komme ich nicht ran, weil die Flak da drauf schießt. Hier, warte, ich zieh auf die Flak. Wo ist sie denn? Da. Ja. Relativ offen sogar. Ja, ja. Also die Veteranenschützen haben einfach viel zu wenig Panzerbär. Ach, wir haben hier den. Da ist schon wieder ein Sniper. Hier, nicht der Medic. Deckung, der blöde Sniper. Ach, Wichser. Mit der Unterlaufgranate gesniped. Ist leer geschossen. Man kann sich nie sicher genug sein. Ist noch, da kommt noch ein 3,7 cm. Und noch ein SCKF 222. Sich nicht hinlegen wollen. Ich bleibe aber lieber hier hinten. Ich flog jetzt selber. Komm an die Flak nicht ran. Entschuldigung, du musst mir sagen, wie noch der steht. Ich habe nämlich nur Autofeuer gesagt. Ich bin immer dabei. Ja. Weil manchmal schießt er halt nicht. Oh. Warte, bis du weg hast. Ja. Sonst zu viele Soldaten. Der arme Flammenwerfer. Zu kurz! Victory. Damit geht's. Ja, ist beschädigt, könnt's nicht mehr benutzen. Guten Unterlaufgranaten wieder. Auf das zu reparieren. Okay, das hat nicht ein Damage gemacht. Ja, genau, ziel auf mich. Komm zu mir, komm zu mir. Mach den Hugo. Bam! Ich hab einen Baum getötet! Baum! Ich bin unzerstörbar. Oh Gott, ich habe mein Spezi leer getrunken. Mein Leben ergibt keinen Sinn mehr. Nicht das Spezi. Jawoll. Langsam komme ich durch hier. Das ist noch das 3,7 noch, ne? Das hast du auf dem Schirm, ne? Das habe ich auf dem Schirm. Der andere Typ. Ist er wieder ein Sniper? Ready, Sir! Awaiting orders, Sir. Mann, die zu viel. Glaub, mich hat's erwischt. Ich würde gerne so einen Zitronen-LKW erobern. Aber wir haben nur den Panzer 3 da, der Rest lohnt sich nicht. So. Steht wo genau? Ah. Dicke Flak. Die 105 mm ist auf jeden Fall ein bisschen buggy. Aber nur so, was die Bewegung angeht. So wie so ein Animationsbug. Ist doch nicht dieser eine Typ. Ich habe jetzt mit 6 Soldaten irgendwie den gejagt und irgendwie haben die den nicht weggekriegt. Da konntest du auch F5 drücken und dann sind die irgendwo hingelaufen und haben alles auf dem Weg angeschossen, aber das machen die nicht mehr. Der Ton ist so gut.
jeden Fall. Ich will nicht wissen, wie die Nebel erfahren. Boah! Ja, wir sind fertig. Sind wir raus? Ja, können wir. Ich überlege, ob ich mal meine Panzerbesatzung irgendwie aufmunitioniere, bevor ich an irgendwelche Leichen komme. Aber die bleiben doch alle bestehen, oder nicht? Ja. Meinst du bestehen? Die Leichen. Weiß ich gar nicht. Nicht alle, glaube ich. Ready to go, Sir. Am gewissen Punkt fängt er an, die auszusortieren. Nee, eigentlich nicht, oder? Ah, doch, hat er. Der Modder hat das, selbst der Modder hat das jetzt deaktiviert. Ja. Schade, dass man nicht irgendwie so ein, ja, eigentlich muss man die, was wichtig ist, dass man die Panzerabwehrgranaten sammelt von den Deutschen. Wenn man einen sieht. Wir brauchen irgendwie bessere Fußsoldaten, die, keine Ahnung, die Heatgranaten von den Schießbechern sind schon cool, yes, aber sir. Eine Bazooka oder so wäre schon nicht schlecht. Ja. Ja, ihr repariert bei Panzer 3 noch, also ein paar Minütchen haben wir noch. Das war der. Jetzt komm, ich geh mal mit dem hier kommen. Oder die. So traurig, dass der Stuart auch keinen Zaun kaputt schießen kann. Der traurige Stuart. Nicht traurig. Das ist nur Ladehelfer. Hi, Sir. Aha, hier, 3 Kilo Bombe. Das ist immerhin was. 3 Kilo. Always ready. Ah, okay. Wie geht denn, dass man ihn nicht trifft? Ready to go, Sir. Ready, Sir. Mit dem. Any orders, Sir. Any orders, Sir. Ich glaube, das ist nur Dingensbesatzung. Was haben wir hier? MG. Ready to go, Sir. Nein. Tote Kapitalisten. Und dann noch die ganze Barmunition. Ah, hier, der hat Panzerfaust 60. Oder? Faustpatrone? Ne, Panzerfaust. Geil. Yeah. Oh, und der hat eine geballte Ladung. Auch geil. Auch sehr geil, ja. Und hier ist ein deutscher Flammenwerfer. Willst du den oder soll ich den? Du den ruhig mit. Ich hab alle Soldaten auf. Und das ist du, entwerfst Flammen. Können wir auch noch hinschieben. Johnny Bazooka. Hat aber viel Munition, der Stuart. Meine Güte. Gut, die Patronen sind noch nicht groß, ne? Viele nee. Von unterkriegen. Ready to go, Sir. So, ich steige ein. Pass auf, Achtung, und? 3, 2, 1, sein Leben war... Ja, so viel dazu. Es wird nie langweilig. Ach ja, ich liebe dieses Spiel. Wunderschön. Oh, aber es war echt nicht viel auf der Karte, ne? An den Kills sieht man das ja schon irgendwie. Ich weiß schon, wo ich den Blacker immer mitnehme in Spiele. Ah. Ist die Tötungsmaschine. Amüsant. Ich kann halt entspannen einfach, weißt du? Ich kann mich so auf die spannenden Sachen konzentrieren, wenn der Blacker einfach alles ausradiert. Der Panzer 3 ist explodiert, weil in dem Mod hast du eine, was ist das, 50-50 Chance, dass die Fahrzeuge sabotiert sind, damit du nicht wirklich 100% erbeuten kannst. Nee, die sind jetzt immer sabotiert, aber es ist eine Chance, ob sie platzen oder nur keine Munition haben. Ach so, okay. Mein Sounds sind übrigens jetzt im Standardspiel. Ihr braucht keine Beta oder so runterladen, das ist immer so. Ja, genau. Moin, sind die. Achso, genau. Hallo, Don Anderten.
Na schön. Wie viel Forschung haben wir denn gekriegt? Ach, wissen wir noch nicht, ne? Lädt noch. Lädt noch. Acht also, Forschung. Wir haben 900. Ach so, wir haben doch jetzt die 5 ja, Missionen erledigt, glaube ich. Wir kriegen einen neuen Panzer. Wir haben jetzt 10 Forschung. Mit dem Stuart. M3L, wir können direkt zum Sherman früh gehen. Jawohl. Aber jetzt die Frage, gehen wir zu dem M4 früh oben? Ne, wir bleiben unten, ne? Oder? Ne, warte mal. Oben lang wollten wir gehen, oder? Das war der bessere. Nee, unten ist besser. Unten ist gegossen, aber oben ist der Geschweißte. Der Geschweißte war aber besser. Oben kommt dann der Artillerieschirm. Ich würde trotzdem unten lang gehen. Na gut. Hat der oben aber, ich glaube, der obere hat aber das 50 Kaliber. Nee. Die haben alle ein 50 Kaliber. Ja, man muss den 105er Schirm doch gar nicht machen. Da geht man doch dann vorbei bei dem M4A3. Weil das ist jetzt alles M4A1. Warte, ja. Oben kommen wir zum 4A3 und dann zum 75er. Aber, achso, da kommen wir zum 76er. Wir müssen sowieso beide Linien der Shermans durchmachen. Aber dann lass uns erst oben lang gehen, weil gut, die mehr Panzerung haben. Ah. Ich mal, ja. Und dann, ja gut, jetzt haben wir den Schirm. Aber jetzt müssen wir einen Anforderungspunkt machen, tatsächlich. Geht schon gar nicht mehr anders. Ah, der Stuart kommt weg mit dem Stuart. Ich verkaufe die Stuarts mal, ja? Ah, mach mal. Endlich ein Sherman. Weg mit dem schäbigen Stuart. So, dann, erstmal, warte mal, der Panzer ist explodiert. So, also. Ich glaube, ich bleibe auf jeden Fall bei der Haubitze. Dann, die war ja der Knaller, Mann. Ja, wortwörtlich, der Knaller, ja, Mann. Die waren der Knaller. Gut, dann haben wir jetzt erstmal hat nur einen. Hat sie geknallt und der Gegner auch. Dann lassen wir erstmal bei einem Panzer. Dann macht der Black Eye den Sherminator. Ah, Sherminator. Gut, dann tue ich die Pack raus bei dir, ne? Du bist jetzt. Herman the Sherman, nee, was war das? Herman the German Sherman. Du hast jetzt noch Punkte frei. Ja, wie viel habe ich denn noch frei? Ungefähr 8. Dann gib mir mal noch mehr Fußsoldaten. Ich kann das auffüllen mit den Gewehrgranatentypen und dem Flammenwerfer. Sonst hast du nur. Nicht, nee, wir haben nicht. Keine Pioniere. Gib mir mal Pioniere. Pioniere, Flammenwerfer. Genau. Oh. Und dann gebe ich dir nochmal 2x Gewehrgranatentypen. Die kannst du ja einfach auf Infanterie. Die kann man einfach irgendwo reinwerfen. So. Dann, ich bin voll tatsächlich. Ich kann gar nichts mehr machen. Aber ich brauche trotzdem. Ich gebe dir auch mal den Offizier. Dann tu mir da nochmal Feldingenieure rein. Dann nehme ich nochmal Feldingenieure von dir. Ich gar nicht. Braucht man für Gates of Hell mittlerweile immer noch Call to Arms? Ja, ne? Das ist jetzt die Folge gewesen, liebe Leute. Und wir sehen uns wieder nächste Folge bei Gates of Hell Liberation. Wir sehen uns wieder. Danke fürs Zuschauen. Ich bin durcheinander. Haut rein, Leute. Au.